Willkommen zur 6-minütigen Preview von Last One Laughing. Hier sehen Sie 10 absolute Comedy-Profis, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Weißt du, wer kommt? Nein, weiß ich nicht. Ich bin motiviert, aber ich habe auch Schiss. Eieieiei. Moin! Na ihr, willkommen. Abend! Was geht ab, was geht down? Das halte ich keine 10 Minuten aus. Hier drin tun sie 6 Stunden lang alles, um die anderen zum Lachen zu bringen, ohne selbst zu lachen. Denn wer lacht, fliegt raus. Was? Wollen Sie mal sehen? Los geht's. So, Leute, zurückhalten bitte. Es geht los. Die ersten Minuten waren geprägt von tiefem Unbehagen, das man nur überspielt hat. Kurt, ich weiß, es kommt jetzt von der Seite. Bist du privat Vegetarier? Du, ich warte auf einen Anruf, ganz wichtig. Also, gib mir so Stunden? 5 Minuten. Wenn dein Gegenüber alles dafür tut, um ernst zu bleiben, dann musst du dir schon was einfallen lassen. Hey, wie geht's dir? Gut, und dir? Oh, oh, die Quittung reißt aus. Es wird gefährlich in der Geschichte. Aha! Fuck, der hat mich am Nacken. Oh, oh, jetzt wird's dangerous. Don't kill me, Python. I don't agree with anything you do. Ach Gott im Himmel. Ich habe sozusagen die Atombombe der Comedy dabei. Du dumme Auto! Ich glaube, das habe ich verstanden. Halt die Schnauze. Ja. Versuchen Sie, sich mal zusammenzureißen, wenn einer so eine Nummer auspackt. Hab gedacht, es wird ein leiser Furz. Dann kam aber noch etwas nach. Ich esse gerade. Ist das Naturtalent oder hast du da länger? Ich glaube, meinen Eltern ist es irgendwann aufgefallen. Ja. Und dann haben die mich aber sehr auf den Boden gehalten. Ja. Die waren also nicht so, Mensch, mach hier, üb und nicht gefördert. Das ist einfach richtig kaputte Show. Was ist das für eine Show hier? Die Show, in der Comedians so richtig leiden, weil sie nicht lachen dürfen. Was tut man? Irgendwie ablenken. Ja, Dancing. Ey, ich hab voll Bock auf Dancing. Das war sehr erleichternd. Sehr erleichternd. Ich hab diesen Impuls zu lachen und ich kann den nicht unterdrücken und hab dann angefangen, komische Gesichter zu ziehen. Das war das eigentliche Problem. Dass Leute sich benommen haben wie die letzten Honks. Zwischen die Kiemen schieben, das ist immer eine gute Idee. Er kriegt jetzt richtig Schwung auf Schokolade. Er könnte mir massenweise in die Fresse hauen. Ah! Oh, er kann mal verschluckt. Wie gesagt, hier drin ist alles erlaubt, außer Lachen. Und das nehmen die hier drin total ernst. Was hier passiert, ist der absolute Wahnsinn. Halt er nicht mal, du dummes Auto! Er hat mich Arcelor genannt. Auf geht er! Er ist ein kranker Mann. Er ist ein sehr kranker Mann. Guck da nicht so hin, er ist krank. Im viktorianischen Irrenanstalt muss es ähnlich abgelaufen sein. Ja, Sie sagen, ist ja nicht so schwer, ja? Aber dann machen wir mal einen Test. Jetzt versuchen Sie mal bei dem, was jetzt kommt, nicht zu lachen. Oh nein. Ich bin Mona Lisa. Klar. Wo sind meine Kippen? Ich will Mittagspause machen. Ernsthaft jetzt? Ich trage, glaube ich, bleibende Schäden davon. Hat jemand Kippen? Nicht dabei. Scheiße, ich kann sowieso nicht rauchen, weißt du? Immer weiter, wie eine Maschine, kommt da dieser Nonsens aus dem raus. Kann ich euch kurz was fragen? Sehe ich besser so aus von weiter, was? Oder so? Lass bitte so. It's you. Das war ganz furchtbar. Und sowas passiert hier 6 Stunden am Stück. Wenn ich merke, dass die Kollegen da drin eine Pause brauchen, dann schicke ich erst recht jemanden rein. Nein, das ist unfair. Nicht noch jemand von aus. Hallo! Läuft verheertet! Fang auf! Was? Eisbein geben selber, ne? Wir sind in der Hölle. Ich glaube, uns ist allen klar, dass sowas nicht spurlos an einem vorbeigeht. Ey, meint ihr nicht, dass es irgendwie mega schädlich für den ganzen Körper, sich so zurückzuhalten? Dass wir werden alle krank. Ja. Ich habe was vorbereitet. Nein. Was? Ich hoffe, dass der Zuschauer auch sieht, was das für ein inneres Leiden und für eine innere Quälerei bedeutet. Man ist tatsächlich von seinem Publikum eine gewisse Resonanz gewohnt. Und wenn keiner lacht, das ist die Hölle. Die gucken sich einfach nur.
Ich hatte leichte Bauchschmerzen bis kurz vorm Explodieren. Ja, ich weiß, ist hart, aber wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Ich nehme meinen Job schon ernst. Ich sehe alles. Ja, da kommt man nicht drum um. Ich muss passen, Leute. Ja, genau. War ich das? Nein. Wer? Du? Wer? Ich weiß nicht. Wer? Unbewusst. Ja, pass auf. Dann, oh Gott, nein, wir müssen uns das aufregend anschauen. Wir müssen es uns anschauen. Videobeweis. Was? Nein. Oh, Spoiler-Alarm. Wer fliegt und wer bleibt, das sehen Sie nur bei Amazon Prime Video. Last One Laughing. Nur bei Amazon Prime Video.